Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Craft the World. Ja, wir haben unsere kleinen Zwergentrupp und sind dabei, wie immer noch Holz zu farmen, weil wir einfach viel zu wenig Holz haben. Aber der Herr hier zum Beispiel möchte schlafen gehen. Das soll er eigentlich auch tun. Ich frage mich, warum sie es nicht selbstständig machen. Das wäre halt noch cool, wenn die das einfach selbstständig machen. Er soll jetzt erstmal sein Zeug ableeren und jetzt ins Bett gehen. Hallo, geh schlafen. Er will nicht. Er will nicht schlafen gehen. Vielleicht ist es auch nicht sein Bett. Das ist nicht, so nicht. So und so. Bauen wir mal da noch ein Bett hin. Und Erde haben wir en masse, aber leider keine Bäume. Ja, wähle Zwerg. So, und jetzt suchen wir uns mal den an mit nur einem Herz. Da. Und schicke ich den mal schlafen. Mal gucken, ob das jetzt gleich klappt. Den können wir auch schlafen schicken. Und den auch. So, haben wir drei Stück zum Schlafen geschickt. Zumindest denke ich das. Nein, wir haben nur zwei zum Schlafen gekriegt. Also hat scheinbar wirklich jeder sein eigenes Bett. Und zwar das Bett, wo eine Tasche dran ist. Aber ich kenne es nicht, wem welches Bett ist. Aber, naja. Was muss, das muss. Und die sollen jetzt noch ein bisschen Holz einpacken. Und dann können die erstmal unter Tage weiter buddeln. Während ich mal ganz kurz hier gucke. Ich glaube, wir brauchen halt dieses Cooking tatsächlich erst freizuschalten. Aber das können wir ja jetzt eigentlich. Feuerstelle, einfach das Mittel, um warme Mahlzeiten zu bereiten. Das heißt, wir brauchen einen Kessel. Und den Kessel brauchen wir Eisenerz. Das haben wir. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen Kessel. Dann gucken wir. Den Salat können wir aufbauen. So. Können wir nicht und das können wir auch nicht. Aber den Kessel wollte ich eigentlich gerade noch fertig bauen. Da ist er. Da. Ach, Kohle haben wir auch noch nicht. Aber vielleicht können die ja jetzt essen. Wir bringen das einfach mal aus, indem ich mit denen nehme. Einer, der hungrig ist, der wartet, dass der beim Lager war und dann schicke ich ihn zum Essen. Dann schaue ich ja mal, ob er sich was nimmt oder ob er. Das Essen ist im Lager. Typ, wir haben da Essen, da. Wir haben gemischte Salate. Wenn die Zutaten begrenzt sind, kannst du einfach einen Salat zubereiten. Ja, habe ich gemacht. Vielleicht muss ich dem die geben. Oder auf den Tisch stellen. Ah, okay. Jetzt. Und jetzt können die davon essen. Jetzt geh essen. Geh essen. Du. Nicht. Und du. Auch nicht. Zwerg. Zwerg. Wähle Zwerg. Aber du sollst auch essen gehen. Geh jetzt auch essen. Wenn nicht. Das war ganz cool. Ja, muss man halt echt schauen, wie wir das dann mit den Ebenen hinkriegen. Aber dadurch, dass wir eh die Kampagne spielen, ist eh gerade die Frage, wie weit geht das Ganze? Geht jetzt die Kampagne so weit, wie wir wollen? Oder geht die Kampagne nur bis die Monsterwelle kommt?
Deswegen, ich weiß es. Aber wir könnten ja theoretisch noch, ist es ja, sind wir ja noch nicht so weit vorgeschritten, haben ja die ersten Sachen, dass ich gucke, dass wir vielleicht diesen endlosen Modus gehen. Also ich gehe davon aus, dass es da einen gibt. Und da weiterspielen dann. Dann auch auf einer größeren Welt. Hier wird ja schon früher oder später, ne? Da und nach da geht's auch nicht viel weiter. Uns die Ressourcen ausgehen. Die Geister sind cool. Jetzt gerade eine Leiter fallen lassen, dieser Geist. Und da kommen die nächsten krassen Typen an und wollen uns verhauen, glaube ich. Aber das klappt ganz gut. Da sind wir relativ stark und schon wieder ein Level aufgestiegen. Und einen neuen Typen bekommen. Und auch 6. Wow, wo ging das jetzt her, das ganze Holz? Dann gehen wir jetzt erstmal kurz hier auf Ausrüsten. Und schauen einfach mal, wie viel Keulen wir noch brauchen. 1, 2, 2 Keulen. Und 2 Spitzhacken. 2, 3, 4, 5 Äxte. Okay, machen wir erstmal die Äxte. Da. 5 habe ich gesagt. 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und Keulen. 2, ne? 1, 2. Spitzhacken auch 2. Wo ich aber bezweifle, da geht nur eine, wie ich gerade sehe. Aber das ist nicht so schlimm. Müssen wir dann nur noch eine bauen, weil wir uns die Steine ausgegangen sind. So, was ist der? Der braune Steinaxt. Wir haben sogar noch einen Speer. Das heißt, ich hätte gar nicht so viele Keulen machen. Das kann dem den Speer geben. Dann gebe ich eine Keule und ein Axt und sind ja auch echt gut dabei. Und dann schauen wir mal, dass wir hier um unseres Lager ein paar Wände ziehen können. Die jetzt alle zu dem einen kleinen hinlaufen. Also die, ja, doch, die greift es daran. Ich mach's mal zu. Oh! Krasse Typ. Greift's einfach an. Naja, aber da es jetzt Tag wird, wird er nicht so lange Spaß dran haben. Nee, das ist verbrannt. Ganz praktisch. Und da gibt es hier richtig viel Stein, also wird uns nicht dran scheitern. Wir könnten ja auch nach unten ein bisschen bauen. Und wir haben da schon Möglichkeiten. Und so, ich sag, wir machen das so. Ach ja, die Luke müssen wir natürlich wieder aufmachen. So. Ach, der holt noch da oben das restliche Zeug, was da liegt.
Und dann könnt ihr hier ein bisschen buddeln. Und wir haben dann auch Kohle. Und das sind ins Lager geschafft. Das heißt, wir können dann auch so einen Kessel bauen. Finde es schade, dass die noch nicht von selbstständig zum Beispiel essen oder so. Sammle Kohle. Ja, also eigentlich sind die Aufgaben sind zwar ganz nett, um eins ein bisschen zu leiten, aber letztendlich kommt eh alles automatisch. Ja, schön. Es läuft. Wir haben, denke ich, auch den ersten Ansturm, würde ich sagen. Wir haben den ersten Sinn und den ersten auch nicht. Ah ja, mir fehlen gerade die Worte. Die ersten Herausforderungen gelöst und gemeistert und wissen jetzt, wie wir hier auf alle Fälle einen guten Start hinlegen. Denn wir hatten einen relativ guten Start. Können jetzt hier weitermachen, indem wir unsere Hütte ausbauen, neue Betten, Kohle, Erze, alles abbauen. Finde Erz, ja. Haben wir gefunden. So. Haben wir das ganze Erz hier markiert. Dass sie das vor allen Dingen erstmal hier abbauen. Und wir brauchen definitiv ersten Steine. Dann können sie da mal anfangen, ein paar Steine abzubauen. Wo ist ein Moderat, aber nicht toll. Wir können ja mal noch gucken, ob wir noch mehr bauen, indem wir jetzt mal die Holz, diese Feuerstelle bauen. Kohle. Da, Feuerstelle. Können wir die auch noch hier irgendwo hinsetzen. So. Und da sieht es nämlich jetzt auch schon wieder. Vielleicht wird das dann auch hier besser. Uh-oh. Was ist denn jetzt? Uh-oh schon. Kohlevorkommen, bla 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 bla. Erfahrungspunkte gesammelt. Also cool ist auf jeden Fall auch, dass teilweise dahinter noch mehr Erze sind, also in der Rückwand. Das hat man bei den anderen Spielen so, die auf dem Style so basieren, nicht. Und jetzt gucke ich nochmal in den Tech Tree, denn wir brauchen noch Schloss und Nägel. Ich drücke mal aufs Falsche. Gucke ich da einfach mal, dass wir hier ein paar Nägel noch bauen. Und so ein Schloss. Ja, brauchen wir noch ein bisschen Eisenerz. Aber das sollte jetzt auch demnächst welches dazukommen. Dann können wir nochmal gucken. Basi, da macht noch nichts. Da ist noch nichts los. Sind jetzt alle hier am Buddeln. Was ja aber auch okay ist. Ja, und da sind unsere fleißigen Handwerker sozusagen dabei, fleißig zu bauen. Und ja, können da jetzt erstmal gerade nur zuschauen. Denn
Wir können da jetzt nicht viel machen. Mit dem Schlafen ist auch so eine Sache. Ich finde, es geht einfach viel zu langsam, wie die, wenn die da pennen. Aber da kommen bestimmt noch bessere Betten zum Schluss. Da sind Bretter, die wir herstellen können. Da können wir eigentlich auch mal ein paar machen. Die brauchen wir bestimmt später, ne? Eine Werkbank. Und eine Werkbank, dann bauen wir halt. Tisch und Kohle. Das heißt, die Werkbank muss irgendwo platziert werden. So, zack, Werkbank. Aber ich finde prinzipiell die Idee jetzt, ehrlich gesagt, die ich vorhin mal geäußert habe, gar nicht verkehrt, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die ersten wirklichen Erfahrungen gemacht. Ich gucke, dass es eine Endlos-Kampagne oder Modus gibt, weil wenn das jetzt wirklich dann irgendwann aufhört, dann ärgert es mich ehrlich gesagt, wenn man dann hier so viel Zeit und so Energie investiert. Und da es ja wirklich schon damit aussieht, dass es etwas komplexer wird, was auch die Raumaufteilung angeht, würde ich so machen, die Folge jetzt dann langsam, ja, geht langsam aus sozusagen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge starten wir dann mit einer neuen Map, einem neuen Projekt, nämlich dem unendlichen Spiel oder was auch immer. Aber vorher möchte ich mir kurz angucken, ob da jetzt einer zur Werkbank geht und da dieses Holzgedöns macht. Das Lager halt immer da oben steht und man das nicht nach unten. Blöd. Aber da habe ich jetzt auch nichts hier gesehen, oder auch im Techbaum habe ich da nichts gesehen. Das hier ist halt das, was wir jetzt definitiv brauchen. Holzwand. Man könnte höchstens jetzt mal... Wir können ja nicht mal eine Tür bauen, wir können ja nur diese... Ah komm, das probieren wir jetzt noch. Wird's halt... Letzte Stein. Wir haben ja nicht mehr Stein, aber wir haben ja Holz. Holz habe ich schon unten. Wenn ich jetzt Holz nehme und sage... geht nicht. Geht nicht. Okay, wenn ich jetzt sage, ich nehme Dreck. Bauen. Das da so rum. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch nächstes Mal mehr Leitern. Ah ja, jetzt da baut einer das Holz. Echt schon cool. Also, steckt schon tatsächlich auch ein bisschen Liebe drin. Was ich jetzt testen wollte, ist, ob ich hier... Nee, eben, die Luke geht nur nach unten, die geht nicht nach oben. Das heißt, wir können, bevor wir... das war jetzt so mein Gedanke, bevor wir keine Holztür bauen können, können wir tatsächlich das Lager nicht absichern. Blöd. Aber gut, so ist es. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge, und dann starten wir nochmal von vorn. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen.